Mandalas kommen ursprünglich aus Indien. Der Begriff stammt aus dem Sanskrit und bedeutet zum Mittelpunkt hin orientiert. Dahinter stehen religiöse Gründe. Die Mandalas, die wir herstellen wollen, gehen alle von einer Kreisform aus. Einige haben Tiere, einige sind sehr zur Mitte hin orientiert und andere mehr im Freestyle gearbeitet. Wichtig ist, dass ein Mandala immer symmetrisch angelegt ist. Um euer Mandala zu konstruieren, braucht ihr einen Zirkel, einen Bleistift, ein Geodreieck, einen Fineliner und zum Schluss ganz viele Buntstifte. Ich habe schon etwas vorbereitet und zwar beginnt euer Mandala am besten mit drei unterschiedlich großen Kreisen. Ich habe eine waagerechte und eine senkrechte Achse eingezeichnet, die im 90-Grad-Winkel sind. Wichtig ist mir, dass ihr am Ende euer Mandala auflöst, sodass keine kreisrunde Form mehr da ist, sondern diese Kreisform aufgebrochen ist durch eure Musterung. Ich stelle meinen Zirkel jetzt mal auf einen Radius ein, mit dem ich genau durch den Mittelpunkt gehe, wie es also auch das klassische Mandala tut. Und bei den Schnittpunkten, die entstanden sind, steche ich den Zirkel wieder ein und zeichne einfach weitere Halbkreise. Man kann auch ganze Kreise zeichnen. Ihr seht, jetzt entstehen schon ja, wie so eine Art Blütenblätter. Ja, das bringt mich auf die Idee, ein Blütenmandala zu malen mit unterschiedlichen Blütenblättern, unterschiedlichen Größen. Euer Mandala wird interessanter, je häufiger ihr den Radius eures Zirkels wechselt. Also ihr seht, jetzt zeichne ich hier kleinere Blätter ein, die eine etwas andere Form haben. Und jetzt zeichne ich noch einmal einen Kreis ein, der quasi unter den Blütenblättern liegt, damit ich einen 3D-Effekt erzeuge. Ja, jetzt mache ich da mal Halbkreise und probiere einfach mal aus, wie das aussieht. Ja, das gefällt mir ganz gut. Darum setze ich jetzt noch mal ganz große Blütenblätter nach außen, die ich jetzt aber nicht umläufig mache. Ich habe ja sechs kleinere Blütenblätter schon gemacht, sondern davon mache ich jetzt einfach nur vier, damit das nicht so eine ganz runde Form hat, sondern etwas breit gezogen wird. Jetzt zeichne ich noch einfach einen kleinen Käfer ein. Jetzt habe ich gerade den Kopf gezeichnet und dann überlege ich mir, dass ich vielleicht noch ein paar Flügel ansetze. Dazu probiere ich einfach bei den Radien aus, damit ich den richtigen Ansatz habe. Manchmal muss man auch ein bisschen ausprobieren, wo man am besten einsticht. Jetzt habe ich eine gute Einstichstelle gefunden, um schöne Flügel zeichnen zu können. Jetzt kommen noch Augen. Die ganz kleinen Kreise könnt ihr wirklich gerne per Hand zeichnen. Wenn ihr Formen gefunden habt, die euch gefallen, dann käme jetzt im zweiten Schritt der Feinliner, mit dem ihr die Formen, die ihr betonen möchtet, umrandet. Ja, jetzt habe ich also meine Bleistift-Zirkelkonstruktion da liegen. Und ich sagte ja schon, ich habe mir das Thema Blume ausgesucht. Also schaue ich, wo ich überall schöne Blütenblätter hervorheben kann mit dem schwarzen Feinliner. Wichtig ist, dass die Formen immer geschlossen sind, denn hinterher werden diese Felder alle mit Buntstift im Farbverlauf ausgemalt. Wundert euch nicht, wenn das jetzt so schnell geht. Ich lasse das, glaube ich, in achtfacher Geschwindigkeit ablaufen. Es geht mir einfach darum, dass ihr das Prinzip versteht. Ja, man sieht ganz dünn einige Bleistiftlinien, die hinterher nicht mehr gebraucht werden und die werden dann hinterher einfach wegradiert, wenn ihr euch entschieden habt, welche Form ihr alle nehmen möchtet. Wenn ihr euch also dieses Mandala anseht, seht ihr, dass jede Form geschlossen ist. Ich versucht habe, unterschiedliche Formen zu finden, um das Ganze ein bisschen interessant und spannend zu machen. Ja, jetzt wird das Mandala ausgemalt. Ich habe schon angefangen, damit ihr gleich seht, um was es geht. Also ich habe an gewissen Stellen von dunkel nach hell gearbeitet. Also feste drücken mit dem Stift und dann immer weniger stark aufdrücken, damit man diesen Farbverlauf hat. Man sieht, dass dadurch auch eine Tiefenwirkung entsteht und das Mandala dadurch wesentlich lebendiger wirkt.
Ihr könnt bei dem Farbverlauf von dunkel nach hell arbeiten oder auch von hell nach dunkel. Das habe ich auch an einigen Stellen getan. Das wird euch auffallen, wenn ihr genau hinseht. Jetzt finde ich, dass zwischen den beiden grünen Blütenblättern noch eine kleine Gegenform fehlt. Darum zeichne ich da einfach nochmal einen so ganz kleinen Akzent ein. Ihr seht in Orange. Damit ist die Form noch etwas mehr geschlossen. Am Ende wird das Mandala sorgfältig ausgeschnitten und auf einen schönen Untergrund geklebt.